In Mission 2 wird es schon deutlich interessanter, denn neben den Römern und Mayas mischt ein weiteres Volk mit. Die Siedlung der Mayas befindet sich im Westen. In der Mitte hat sich das Dunkle Volk angesiedelt, wenn man das so nennen kann. Alle drei Spieler sind untereinander verfeindet, was ihr unter Umständen ausnutzen könnt, aber die Mayas sind vorläufig keine Bedrohung für uns. Das Spiel gibt als Missionsziel die Zerstörung der Pilzfarm des Dunklen Volkes vor, deutet aber auch bereits an, dass wir uns früher oder später mit den Mayas anlegen müssen. Dazu später mehr. Der Berg im Norden enthält Kohle, Eisen und Stein. Im Westen findet ihr Kohle und Gold. Insgesamt ist die Karte sehr rohstoffreich, ihr solltet aber früh die übrigen Berge nach weiterem Eisen absuchen. In den nördlichen Bergen findet ihr auf jeden Fall welches. Am Anfang sind hier ein bis zwei Geologen und Pioniere sinnvoll, die übrigen Schaufel und Hammer nutzt ihr für Planierer und Bauarbeiter. Während ihr eure Siedlung aufbaut, müsst ihr auf eure freien Siedler und Träger achten, da der Bedarf an diesen auf dieser Karte recht hoch ist. Strebt eine großzügige Metallindustrie aus zwei Eisenschmelzen, drei Goldschmelzen, zwei Waffenschmieden und ein bis zwei Werkzeugschmieden an. Das Dunkle Volk greift laut Skript auf normal nach frühestens 50 Minuten an. Auf leicht könnt ihr euch 70 Minuten Zeit lassen. In meinem Fall kam kein Angriff, zumindest kein von der KI befohlener. Stattdessen ist wohl eine Pilzfarm in der Nähe meiner Türme erschienen, was dazu führte, dass die Soldaten des Dunklen Volkes dorthin patrouillierten und mich angriffen. Wenn es zu einem Kampf kommt, wird das Dunkle Volk sehr viele Soldaten investieren. In meinem Fall hat das Dunkle Volk in seinem Angriff über 200 Soldaten verloren. Außerdem wird das Dunkle Volk eure Türme nicht erobern, sondern zerstören. Pilzfarmen werden zerstört, sobald das unmittelbare Gebiet um sie herum begrünt wurde. Dies kann von Gärtnern oder vom Abkürzungszauber eines Priesters erledigt werden. Sobald zwei Farmen zerstört wurden, wird ein Angriff der Mayas ausgelöst, dessen Stärke von der eingestellten Schwierigkeit abhängt. Die Mayas sollten aber zu keinem anderen Zeitpunkt angreifen. Beachtet, dass das Dunkle Volk auf dieser Karte noch keine Möglichkeit hat, sein Gebiet zu erweitern. Einmal begrüntes Land bleibt also auch so. Sobald ihr den Angriff der Mayas abgewehrt habt, solltet ihr euch auf die Zerstörung des Dunklen Volkes konzentrieren. Zerstört dazu alle Pilzfarmen. Sobald dies erledigt ist, wird der Schutzzauber des Dunklen Tempels aufgehoben. Lasst eure Soldaten und Gärtner vorher nicht zu nah an den Tempel, sonst werden die Flammen sie verbrennen. Die sichtbaren Flammen sind trügerisch, der eigentliche Radius ist etwas größer. Sobald der Tempel zerstört wurde, ist das Dunkle Volk besiegt. Anschließend könnt ihr euch um die Mayas kümmern. Das Dunkle Land sollte deren Expansion in eure Richtung begrenzt haben. Hier könnt ihr wie gewohnt verfahren. Die Türme müsst ihr zum Teil bei etwas suchen, da die Mayas in dieser Mission offenbar Pioniere einsetzen. Sobald die Siedlung der Mayas zerstört wurde, könnt ihr die nächste Mission starten und herausfinden, was die Wikinger in der Zwischenzeit so getrieben haben.